Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu We Were Here Forever. Und ich glaube, wir sind hier für die Ewigkeit einfach eingesperrt, denn vom Regen in die Traufe, das letzte Rätsel war ja nun wirklich ein wenig lang. Und jetzt sitzen wir hier gleich nochmal vom selben Rätsel sozusagen. Und mit dabei ist natürlich John, der versucht mit mir zu entkommen irgendwie. Ja, hallo. Also ich sehe dich genau über mir. Und okay. Ich bin ein bisschen traurig, weil das sieht nach demselben Rätsel aus, was wir eben irgendwie schon mal hatten. Irgendwie schon, wahrscheinlich nur komplizierter, ne? Ja, okay, also ich sehe, dass bei dem Schlüssel dort, da ist nochmal das Ausgangstor, I guess, abgebildet. Genau, das ist das Ziel wahrscheinlich. Und das Ausgangstor ist auch bei diesem Ei dort. Das heißt, Schlüssel und Ei müssen sich gegenüberstehen. Mhm. Wir haben noch dieses Banjo. Okay, warte mal. Ich versuche erstmal bei dir irgendwie was zu sehen, wo du hinkommen könntest. Ja, ich sehe dich noch gar nicht. Wo ich bin genau du? Unter dir, über dir, genau in der, also, in der geraden. Ach da, ja, jetzt sehe ich dich, ja. Bei okay. der Schachfigur. Mhm. Und okay. Du bist bei der Sonne. Okay, also du hast nur ein Ei. Okay, du könntest dein Ei, könntest du. Du könntest ins Eier-Ding rein. Kannst du das irgendwie drehen? Nee. Du hast übrigens nur eine... Da ist das Ei, das sehe ich sogar selbst. Ja, ich sehe meine Blatt... Ich sehe das da selbst hier. Siehst du das eins auch selbst? Du hast eine Schachfigur. Ah ja, stimmt. Mhm. Habe ich irgendwo eine Schachfigur, die matcht? Nö. Okay, bei mir matcht gar nichts. Das heißt, du musst erstmal offenbar... Also bei dir matcht halt das Ei. Okay, dann gehe ich da mal rein. Nee, ich glaube, du musst erst das Ei mit dem Ei verbinden auf der anderen Seite. Ach so. Mhm. Ja, stimmt, weil das... Ah ja, doch, jetzt sehe ich... Erst wieder drehen einmal. Ja, okay. Mhm. Ich wette, wenn du deins drehst, drehst du unseres mit, oder? Nee, okay. Oh, das wäre noch richtig übel geworden, ja. So, noch einmal? Darüber. Mhm. Okay, jetzt kannst du ins Ei reingehen. Ja, sehr schön. Okay, das macht es ja jetzt gerade einfacher, dass wir das selbst sehen können. Genau, und beim Ei kannst du mir jetzt die Schachfigur hindrehen. Ah ja, mhm. Bei der anderen Seite ist egal. Ah, dann drehe ich meine Schachfigur auch schon mal zu deinem Ding hin. Mhm. So, einmal noch bei dir. Okay. So, das heißt, aber ich komme ja jetzt eigentlich nur noch mal zu mir rein, weil... Oder? Ah, nee, obwohl, ich müsste jetzt ist eigentlich... Ist eine andere Schachfigur vielleicht? Ich weiß nicht, ich gehe einfach mal durch. Ah ja, doch, es ist eine... Oh Gott, wo bin ich denn hier? Wo bist du? Okay, ich bin jetzt in der Parallelwelt der lustigen Sachen. Oh Gott. Ja, wirklich, oh Gott. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum man... Okay, da musst du aber auch irgendwie reinkommen. Weil ich kann hier nichts machen. Du musst auf jeden Fall auch irgendwie reinkommen. Okay, das heißt, ich brauche ein Icon, wo... zum Beispiel hier, ne, dass der Chester starb oder was auch immer. Was habe ich noch? Ja gut, hier ist die Schachfigur, die ist zu... Also irgendwie musst du hier auch reinkommen, weil ich kann hier sonst gar nichts machen. Warte, ich gehe einfach mal durch und guck. Aber nee, ich komme immer wieder an denselben Punkten rein. Wenn ich hier reingehe, dann komme ich wahrscheinlich nirgendwo durch, ne? Ja, okay. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir das wirklich selber jetzt auch sehen können. Weil wir uns das selber so zurechtbabbeln müssen. Hä, das ist ja kaputt hier. Ah, jetzt drehst du was. Oh, ah nein, du drehst was. Ach so. Ah, cool, dreh nochmal. Okay. Okay, das ist dann irgendwie parallel oder so. Oh. Ah ja, sehr gut, lass das mal. Okay. Perfekt. Okay, bin durch. Bin jetzt bei der blöden Maske. Ah, okay, ich sehe. Ich kann deine Sonne und einen Mond kann ich mitdrehen. Oder kann ich? Doch, kann ich drehen. Sonne und Mond. Okay, ich drehe jetzt einfach mal und guck mal, was bei dir passiert. Mhm. Das dreht sich. Aha. Okay, also ich bin jetzt gematcht mit... Oh, ja. Lass es mal so, bitte. Okay. Moment, dann muss ich mal drehen. Dann könnte ich nämlich durch den Chester-Stab... Oh, falsche Richtung. Moment. Dut. Kannst du noch mal zurück? Warte mal, lass mal ganz kurz. Ich gehe mal da durch. Ja. Okay, weil. Mhm. Ah, jetzt bin ich hier. Hallo. Ja, kann ich weiter oder? Ja, jetzt kannst du, weil ich bin jetzt wieder irgendwie draußen. Nee, Moment mal, jetzt ist es. Hä? Doch, du musst noch zweimal weiter drehen. Ach so. Ich dachte, ich hätte es vorhin gehabt. Na gut. So. Und noch einmal. Ja, sehr gut. Jetzt kannst du da zu diesem lustigen Stab. Jawohl. Ich wette, dann landest du auch in dieser Parallelwelt. Genau, alles blau hier. Okay, kannst du irgendwas drehen oder ist deins nicht drehbar? Nee, da fehlt ein Stab. Okay, warte, dann drehe ich meins. Ja.
Ja, da dreht sich jetzt. Okay, ich habe jetzt ein Match mit dem Mond. Da okay, dann geh mal rein. Ich komme auch rein, weil ich habe jetzt ein Match mit dem Mond. Ach nee, sorry, ich habe kein Match. Moment. Da ist zwar das Mondzimmer, aber da ist kein Mondsymbol. Das Mondsymbol ist da drüben. So, wo bist du denn hier jetzt gerade? Du bist über mir, okay. Du matchst aber mit dem Schlüssel. Der Schlüssel matcht. Und das ist der. Ah ja, das ist hier, okay. Da könnte ich wiederum was drehen. Okay, musst du, glaube ich, auch, weil. Ja, bei mir ist zu. Das heißt, du musst meins drehen. Okay, ich dreh mal. Ja. Achso, okay, jetzt dreht sich was. Hey, jetzt dreht sich was komplett anderes hier. Okay, also die. Das Endding dreht sich jetzt. Ich frage mich nur, was das uns bringt. Das muss man vielleicht schon irgendwie vorbereiten für später. Kann sein, ja. Dreh mal nochmal. Also ich könnte das Ei matchen in dem Raum. Aber es gibt zwei Eier. Welches nehme ich denn da? Sich halt... Hä, aber ich verstehe also jetzt nicht. Jetzt matcht sich das Ei. Aber ich habe, wie gesagt, zwei Eier. Dann geh mal nochmal in das Ei rein, weil es könnte sein, dass du mit dem Ei meins drehst. Weil meins lässt sich überhaupt nicht drehen und ich komme hier auch nicht mehr raus. Aber ich habe theoretisch ein Match, beziehungsweise zwei habe ich. Gut, ich drehe mal. Ja. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. So lassen. Jetzt habe ich auch ein Match mit der Tür. Ja, ich auch. Sehr gut. Ja, dann haben wir beide das Match. Nice, it's a match. Ist ja wie bei Tinder, nur besser. Lief jetzt gut, ne? Ja, das war nicht so schwer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das viel einfacher, weil du halt selber irgendwie auch so viel sehen konntest. Ich drückst du auch? Ja. Okay. Sehr gut. Mind Games haben wir da freigeschaltet. Sehr schön. Kommt endlich raus aus diesem Kasten. Easy peasy lemon cheesy, Leute. Was geht? Oh. Und dann kam Level 3. Ja, und hallo. Okay. Okay, wir sollen uns hier hinsetzen, glaube ich. Kriegen wir jetzt was vorgespielt? Ja, offenbar. Die Spieluhr spielt. The tragic tale of King Bartholomeus. A tale of deception. After losing his heirs, my king was a broken man. His legacy at risk. Ever his loyal subject and friend. I persuaded my king to pursue immortality. We would use alchemy and rule together forever. But, alas, time was our bitter foe. And as my king lay dying, a treacherous demon caught his ear. Offering immortality via contract. When death came knocking, King Bartholomeus signed his name right there. But in his haste, never checked for any fine print. That fool condemned his realm and all within to this cold prison. Naturally, it's very important. No, absolutely crucial. Nothing happens to his contract, my niece. Mess with the heart of a king, and surely all hell will break loose. Carefully, vermin. You'll never get anywhere in life unless you learn when to start running. Who dares touch what is mine? You shall pay for your sacrilege. How dare you come back here? Damn you, vermin. Woohoo, we have
geschafft. Wir sind entkommen. Und zwar gemeinsam. Ja. Okay, und damit endet das Spiel, glaube ich. Oder auch nicht. Also ich wollte gerade schon sagen, du links, ich rechts, aber ich fand es gut, dass wir einfach beide rausgerannt sind. Ja. Oh. Mir ist kalt. Auch richtig angenehm. Oh ja, so ein Schneesturm. Ja. Hallo. Hallo, da ist jemand noch. Du hast immer irgendwie so eine komische Fessel um dein Handgelenk. Irgendwie so. Immer, ja, hier. Es ist so lustig, hier ist so quasi. Dreh dich mal ein bisschen zur Seite, ja, noch ein bisschen. Hier ist so eine Puppet-Hand, die auf deinem Handgelenk so sitzt. Ist bei mir auch so, da wo ich meine Fackel halte? Nö, bei dir sieht alles normal aus eigentlich. Okay, dann bist du der Verdammte, also have fun, ja, good luck. Cool. Bye, bye. Okay, also wir sind... Also ich frage mich gerade, habe ich mich, während ich diese Zusammenfassung gesehen habe, ob die Story aus den ersten Teilen hiermit irgendwie matcht oder eine Relevanz hat. Weißt du das noch? Ich habe da gar nicht... Schwierig, ne? Ja, ich weiß, also dass die auch in einem Schloss waren. Die hatten ja deutlich weniger Storytelling, ja. die Vorgänger, ja. Ne? Und hier könnte schon zusammenhängen. Ja, also ich weiß das nämlich auch überhaupt nicht mehr. Weil ich kann mich an dieses Schloss noch erinnern, wie gesagt, aber ansonsten kann ich mich an fast gar nichts mehr erinnern, irgendwie gefühlt. Ja. Wobei diese arktischen Temperaturen, die sind auch vertraut, ne? Da hat man einen Teil angefangen mit Schneemobil und so, das weiß ich noch. Oh ja, ich kann mich erinnern. Und wo wir da irgendwelche Karten mixen mussten und dann irgendwie draußen in der Kälte irgendwelche Rätsel. Ich kann mich auch noch an so ein komisches Schachrätsel erinnern, das hatten wir auch irgendwann mal. Oh ja. Das war furchtbar, ey. Ich kann ja gar keinen Schach spielen, ey. Da bin ich ja völlig lost. Aber wir haben es trotzdem gemeistert. Ja, irgendwie haben wir es... Und ich bin so stolz auf uns. Bisher haben wir noch nie in die Lösung schauen müssen. Irgendwie haben wir immer das Rätsel gelöst. Ich weiß zwar nicht, wie wir es geschafft haben, aber irgendwie immer haben wir es gelöst. Oh, das sieht doch interessant aus hier. Das ist aber ein kleines Schloss. Boah, wie ein Anwesen, ha? Huh? Ja, Resident Evil Anwesen. Tschüss! Ah ja, guck mal, hier überall Resident Evil. Lady Dimitrescu wohnt da wahrscheinlich. Können ja mal versuchen, mit unseren Fäckelchen da was auszurichten. Ganz bestimmt, ja. So. Was ist das hier? Kann man da was machen? Nee. Nee, leider nicht. Okay, die Tür ist auf jeden Fall zu. Also, falls du zurück wolltest, jetzt nicht mehr. Offen. Ah, hier können wir beleuchten. Okay. Ja, hier auch. Also hier sitzt... Hier sitzen zwei, deren Köpfe fehlen aber leider. Mhm. Okay. Sonst ist einfach, ja nichts, ne? Ja, einfach reingehen, denke ich mal. Okay. So. Scheint verlassen zu sein. Ja, immerhin. Eine gute Nachricht des Tages. Nicht, dass es uns dieser komische... Hä? Puppet-Spieler schon wieder nervt. Okay, also, vielleicht müssen... Hä? Also hier kann man auch nichts anzünden oder so. Nee, habe ich auch erst gedacht, aber... Aufstellen kann man hier auch nichts. Ah, hier ist ein Kopf, aber man kann mit dem Kopf irgendwie nichts machen. Okay. Ich bin verwirrt. Da liegt was auf der Bank, aber das kann man auch nicht nehmen. Ah, warte. Ups. Show me you understand our pain and sorrow. Ich habe aus Versehen die Eule angeklickt. Und bin irgendwo und die Eule spricht zu mir, hörst du es auch? Ja. Okay. Ich kann dir hier, also du stehst, glaube ich, immer noch draußen. Ich glaube, das war einfach wirklich so ein Ding, was sich umgedreht hat. Ich kann dir das hier drehen, damit du so eine Puppe da hast. Ich guck mal, also hier ist auf jeden Fall sowas wie ein Lagerraum mit aufgehängten Puppen. Entweder sollen das Leute sein oder es sind einfach wirklich aufgehängte Puppen. Bei mir hat der Schneesturm jetzt auch aufgehört. Okay, ich habe hier ein Buch. Okay, warte, ich guck mal. Kann ich mal, ich will nochmal mich umgucken. Ah, warte, ich habe hier sowas Puppenkopfiges. Warte mal, ich ob ich dir das mitschicken kann. Ah ja, guck mal hier. Ah, jetzt sehe ich, was du drehst, ja. Ich schenke dir das mal. Den nehme ich mal mit und du müsstest jetzt noch zweimal drehen, glaube ich. Da war nämlich... Noch zweimal drehen?
oder? Ach nee. Nee, das ist immer neu hin und her, genau. Okay, Moment. Wo kann ich den einstecken? Wahrscheinlich bei den Typen da. Geht da was? Hier sind mehrere Bücher. Okay, ich habe ja auch noch einen neuen Puppenkopf. Ich schau den nochmal. Ich habe, genau, ich habe da nämlich zwei. Okay, ich probiere es einfach mal. Ja. 50-50 Chance. Oder was? Oh, ich glaube, ich muss es andersrum machen. Aber ich habe hier noch einen Puppenkopf. Also offenbar muss es spezielle Puppenköpfe sein, weil... Oh doch, da tut sich was. I refer to he who sacrificed his realm. Der sein Reich geopfert hat. Ja. Okay, ich glaube, ich muss genau andersrum. Okay, also ich habe... Ah nee, warte mal, ich habe hier den König. Vielleicht zählt der. Ja, ich glaube, der Also ich habe hier... Ja, halt doch mal die Schnauze da draußen, Typ. ich habe hier auf jeden Fall mehrere Köpfe. Also ich habe noch mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Köpfe mindestens noch. Warte, ich gucke jetzt mal ins Buch, was da steht. Genau. Also ich brauche den, der die in die Irre geführt hat. Achso, warte mal. Alert Glockenmakere, das Oberhaupt der Uhrmacherfamilie. Okay, Hill Glasbläser, das Oberhaupt des Glasbläser-Clans. Das Oberhaupt der Familie Mason. Das sind Steinmetzarbeiten. Mhm. Das Oberhaupt der Bronzegießer-Familie. Ja, aber was wollen die mir denn jetzt damit bitte sagen? Was soll ich denn jetzt, dass ich hier weiß, wer die Oberhäupter sind? Du kriegst ja auch den Text, ne? Wenn ich was platziere. Oder eben Namen gesagt hat und ja. So. Und da ist ja der Hinweis drin, welche Köpfe wir brauchen. Ich sehe hier auch, wirst du wahrscheinlich auch sehen, die Namen. Nee, die sehe ich nicht. Ich sehe die nur im Buch. Jan the Crown Prince. Moment, wenn ich das austausche, Bartholomew, dann steht der Emilia. Ja, genau. Okay, ich kann zuordnen, welcher Kopf zu wem gehört. Das kann ich schon mal erkennen. Okay. Ja, also ich habe hier... Ich habe gerade Emilia in der Hand. Leonora ist die Königin. Emilia ist die Prinzessin. Richtig, die älteste Tochter von König Bartholomäus hat ihren Mann Waldemar in der Schlacht verloren, wofür sie dem König die Schuld gibt. Und jetzt? Was soll uns das bringen, dass wir jetzt wissen, wie die heißt? Okay, ich setze jetzt nochmal einen Kopf auf, dann kommt ja nochmal der Rätseltext. Ja, vielleicht werden wir dann schlauer. Nein. I'd refer to he who sacrificed his realm. Der sein Reich geopfert hat. Achso, das muss ja dann theoretisch der König sein, oder nicht? Ja, und König. Ich brauche ja zwei, also der König und die hinterhältige Schlange brauche ich. Okay, warte mal, dann kriegst du Bartholomäus als König, das ist die hier. Hier. Kann ich hier platzieren? König. Das ist der redet dann noch. König. Und die hinterhältige Schlange ist relativ. Okay, den nehme ich jetzt mal. Der wird wohl dann hier drauf gehören. Also der Rudolf, der... Ja, achso, und dann brauchst du den Hofner. Ja, okay, warte, ich such dir den. Den habe ich schon, den habe ich schon. Achso, dann... Okay. This is the tyrant we resist. Okay. Jetzt kommt das nächste Kopfrätsel. Wer beschützt unsere Geheimnisse und Seelen? Seine Kräfte fern. Ja, wahrscheinlich irgendein Papst oder so, warte. Ich brauche wieder zwei Köpfe. Ja, wahrscheinlich sind es immer zwei. Das ist ein Alchemist, Gefängnis. Ich kann dir vielleicht, ich sag dir mal, was die machen. Vielleicht hilft dir das. Der eine scheint ein Maurer zu sein, der macht so eine Wand mit Stein. Und der andere ist an der Tür. Was der genau da macht, weiß ich nicht. Lass sie festhalten, keine Ahnung. Maurer habe ich schon mal was gehört von, warte. Mhm. Und zwar... Bronzegießer? Nein, ist eins Waffenschmied der königlichen Armee. Dann... Niemand kennt sich besser mit Steinmetzarbeiten und zeitlosen Bauten aus. Den werde ich brauchen. Dann Ide, der Steenhofre. Der hat so einen komischen Hut auf. Jetzt mal den wieder hin. Das ist der, glaube ich. Hier. Ah, warte, ich muss noch drehen. Ich glaube, dass das der ist. Er könnte aber auch der hier sein.
Warte mal. Da steht bei mir, was stand da? Moment. Er müsste Ide heißen. Steenhauer. Steenhauer, also, ja, das ist richtig. Passt, ne? Mhm. Ja, das ist der Steinmetz. So, dann noch einer. Und was noch? Und dann irgendwas mit Seelen. Müsste er dann wahrscheinlich ein Glasbläser, Uhrmacher. Also ansonsten hätte ich halt noch einen Priester. Ja. Und zwar den Abt, der königliche Autorität für Glauben und religiöse Rituale. Er ist besessen von Himmel und dem, was hinter ihm liegt. Er betet und singt hingebungsvoll auf der Suche nach Wahrheit und Macht gleichermaßen. Ja gut, aber wegen Seelen. Na, wir können es ja mal probieren. Okay. Das ist der, glaube ich, hier. Falls nicht, dann können wir nochmal lauschen. Okay, komm mal mit. Nay, who possesses the skill to construct shelters against snow and ice? And who can create hidden mechanisms to buy us time? Versteckte Mechanismen. Ja, weil er an der Tür steht.